Darum geht es beim Rainbow. Und da sind wir jetzt hier beim Rainbow angekommen. Trend gleich Rainbow. Wieso, weshalb, warum? Ohne gleitende Durchschnitt geht, oder Durchschnitte geht gar nichts. Ja? Da stellt sich natürlich die Frage, warum eigentlich gleitender Durchschnitt? An Sie gestellt die Frage, haben Sie schon Erfahrungswerte bzw. handeln Sie schon mit gleitenden Durchschnitten? Ich kenne viele Händler, die durchaus auf den SMA 20, auf den EMA 9 oder andere gleitende Durchschnitte achten. Das heißt, auch selbst in Tageszeitungen oder irgendwelchen publizierten, sage ich schon, weitreichenden Finanzmedien sieht man auch immer den SMA, also den einfach gewichteten gleitenden Durchschnitt 50 und 200. Das heißt, die gleitenden Durchschnitte sind mehr oder weniger immer präsent und auch durchaus in ihrer Nützlichkeit nicht zu vernachlässigen. Ja? Also ein gleitender Durchschnitt ist mehr oder weniger auch keiner, aber in der Kombination kann man da durchaus schon was rausfiltern. Deswegen auch hier nochmal die Geschichte zum Rainbow. Wenn wir den Trend suchen, dann können wir das hier sehr schön visualisieren. Und jetzt, bevor wir den Rainbow tiefer betrachten und die Trendfrage als solches stehen oder stellen, müssen wir uns natürlich auch nochmal eine Frage stellen. Wenn wir Trends handeln, Rainbow, wieso, weshalb? Eine ganz wichtige Frage, wie wirkt sich Trendfolgehandel eigentlich aus oder wie sollte man da rangehen? Mit welchen Money-Management-System oder Risk-Management? Und das will ich jetzt hier gleich mal ein Stück weit vorwegnehmen, bevor wir eben das Setup selber beleuchten, muss man sich der Tatsache bewusst sein, dass eben das Rainbow-Prinzip, das Trendfolgeprinzip, durchaus eine Trefferquote aufweist, die eben hier unter 50% liegt. Ja, das ist eben eine Geschichte oder ist der Tatsache geschuldet, dass man teilweise mehrere Versuche braucht, um den richtigen Trend oder die richtige Trendbewegung zu erwischen. Und da muss man zum Beispiel sich eben mathematischen Tatsachen hingeben, um hier erfolgreich zu sein bei Trendfolgesystemen. Und da gibt es zum Beispiel die simple 3.1-Regel, die hier nichts anderes sagt, als dass Sie praktisch eine gewisse Relation vom Chance zum Gewinn haben oder Chance zum Risiko haben, um hier überhaupt profitabel im Trendfolgebereich zu sein. Und da gehen wir jetzt mal wieder an den Graphen ran. Wir haben jetzt mal hier die Ausgangsbasis Chance-Risiko-Verhältnis 1:1. Das heißt, per se gesprochen, Take-Profit 10%, Stop-Loss 10% oder Pips, Punkte, nennen Sie es, wie Sie wollen. Wenn Sie praktisch immer mit dem gleichen Verhältnis arbeiten und hier letztlich einmal gewinnen, einmal verlieren, einmal gewinnen, einmal verlieren, wie auch immer gesehen, Sie sind hier mehr oder weniger immer mal richtig, mal falsch liegend, aber Sie haben kein positives Chance-Risiko-Verhältnis, dann wirkt sich das mittelfristig oder auch im Daytrading-Bereich sogar kurzfristig negativ auf Ihre Performance-Kurve aus, zwangsläufig. Ja? Das heißt, Sie haben natürlich hier Handelsgebühren, Handelskosten oder Übernachtgebühren, wollen wir jetzt nicht zu tief in die Gebührenstruktur gehen. Tatsache ist, wenn Sie handeln, entstehen Ihnen auch Kosten, Slippage und dergleichen. Und wenn Sie es langfristig so sehen, dass Sie immer nur das gewinnen, was Sie verlieren, Chance-Risiko-Verhältnis 1:1, da kommen Sie nicht auf den grünen Zweig. Ja? Und deswegen ist es sinnvoller, die 3.1-Regel anzuwenden, die denn hier sagt, ich möchte 30%, 30 Punkte, 30 Pips verdienen und riskiere dabei eben nur 10%, 10 Pips, 10 Punkte. Also hier die Relation 3:1 und das führt im Umkehrschluss dazu, dass Sie eben hier, auch wenn Sie weniger richtig liegen, durch den Hintergrund dessen, dass Sie eben bestrebt sind, das Dreifache Ihres Risikos zu verdienen, per se schon eine Performance-Kurve aufweisen, die Ihnen mittelfristig, wenn Sie das System eben einhalten, hier ein Stück weit einen Vorteil an den Märkten gibt. Und das eben bei einer Trefferquote von auch unter 50% eben. Ja. Hier eben mal beispielsweise gesprochen, Sie verlieren den ersten Trade, haben minus 10%, dann gewinnen Sie einen dreifachen Trade, also das Dreifache, die 30% oder 30 Punkte machen wir es fix. Dann gibt es wieder einen Verlierer, dann gibt es eine Putt-Situation, wieder einen Verlierer, also im Prinzip drei Trades, die ernüchternd sind. Aber dann kommt wieder ein Treffer, wieder ein Verlierer, wieder ein Treffer. Es ist letztlich so, dass Sie mit dem positiven Chance-Risiko-Verhältnis 3:1 durchaus auf einer Ebene, auf einer Welle schwimmen, die Ihnen da den Erfolgsfaktor erhöht. Das muss man wissen. Ja? Und man sollte generell auch Chance-Risiko-Verhältnisse über 2 suchen. Beim Trendfolgeprinzip wie dem Rainbow zum Beispiel sogar eher 3, ja? Um hier langfristig erfolgreich zu sein. Und da muss man eben teilweise auch die Zähne zusammenbeißen und das durchhalten, dass das dreifache R, das Risiko, das Dreifache sozusagen auch erreicht wird. Ganz, ganz wichtig. Da komme ich zum nächsten Slide, um Ihnen auch mal ein Stück weit eben da noch die Tiefe der Trefferquoten und Chance-Risiko-Verhältnisse mal aufzuzeigen. Nämlich durchaus wichtig, dass wenn Sie eben hier eine Trefferquote von 50%
haben hier mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1 arbeiten können, um letztlich ohne Kosten, ohne Slippage auf plus minus 0 zu sein. Aber wir haben bei der ersten Folie vorhin gesehen, dass das langfristig natürlich zur, ich will nicht sagen Kontovernichtung, aber zur Kontoreduzierung führt. Das heißt, Sie müssen natürlich schon bestrebt sein, hier über diesen Werten zu liegen. Ja? Also bei einer Trefferquote von 50% sollten Sie schon ein Chance-Risiko-Verhältnis von über 1 suchen und finden und handeln, um erfolgreich zu sein. Nach oben potenziert sich das Ganze, ja, und das heißt hier interessanterweise zu sehen, Sie brauchen beispielsweise bei einer Trefferquote von 25% nur ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3, um letztlich auch wieder auf 0 zu sein. Und Trendfolgesysteme, ich sagte ja schon, bewegen sich unter 50% von der Trefferquote. Die bewegen sich so zwischen 33% und 50% in der Masse, ja. Also hier sollte man ein Chance-Risiko-Verhältnis auf jeden Fall von über 1 suchen, eher noch von 2. Und wenn es sich hier nach oben potenziert, ich bin sogar in der Systematik, in der backgetesteten Auswertung, in dem Live-Handel bestrebt, hier ein CRV von 3 zu suchen. Das heißt, ich komme sogar mit einer Trefferquote von 25% aus, um hier das Konto gleichbleibend zu halten. Natürlich habe ich eine höhere Trefferquote, aber mit einem CRV von 3 habe ich natürlich den Vorteil, hier Geld zu verdienen langfristig. Und darum geht es. Wir haben zwischen 33% und 25%, also CRV 2 und 3, hier eine gute Ausgangsbasis und alles, was drüber liegt, bringt uns Vorteile. Das ist Trendfolgehandel. Ja, da bewegen wir uns hier unter 50%, das muss man wissen. Bei Breakout-Systemen, Counter-Trend-Systemen, also gegen den Handel, gegen den Trendhandel, da kann man auch durchaus mit höheren Trefferquoten rechnen, was wiederum erlaubt, dass ich hier gegenüber meinem Risiko eine geringere Chance einstreichen darf, um erfolgreich zu sein. Aber das sind Zahlen, meine lieben Zuschauer, die müssen Sie sich mal vergegenwärtigen, um auch natürlich den mathematischen Ansatz nicht aus den Augen zu verlieren. Und wenn wir an den Märkten agieren, dann haben wir es im Prinzip in einer Welt mit Zahlen zu tun. Und man muss sich hier neben statistischen Wahrscheinlichkeiten, die natürlich uns immer begleiten, auch hier den Tatsachen von Chance-Risiko-Verhältnisse und Trefferquote hingeben, damit man eben hier auch durchblickt, ab wann ist das Ganze für mich lukrativ. Deswegen ist es auch wichtig für Sie, durchaus festzustellen, wenn Sie ein Handelssystem haben oder ein Setup traden, dass Sie auf jeden Fall wissen, welchen Erwartungswert haben Sie an das System. Ja, also Sie müssten, wenn Sie eine Idee haben, ein Setup oder auch hier bei den IB-Days, wie dem Rainbow-Trading heute, wenn Sie da was mitnehmen und lernen, müssen Sie in jedem Falle, das müssen Sie durchhalten, mindestens 30, eher noch 100 Trades auf Demokonto live, das können Sie flexibel gestalten, eher erstmal im Demo, um das Ganze zu testen, aber Sie müssen 30 bis 100 Trades durchführen, um dann statistische Relevanz zu haben, statistische Daten, und die leiten sich dann eben so ab, dass man hier sieht, okay, welche Trefferquote hatte ich denn überhaupt? Hatte ich die richtigen Risikoparameter, also die richtigen Chance-Risikoparameter in der Justierung zur Trefferquote? Passt das zusammen? Und das müssen Sie natürlich im Vorfeld erarbeiten, sonst wird es mit dem Trading generell nichts. Ja, ob Sie Trendfolge handeln oder Counter-Trend-Handel, Sie müssen wissen, wie Sie hier beseelt sind. Und da gebe ich den Tipp aus der Praxis, dass Sie Ihrem System oder Ihrer Methodik die Zeit einräumen, die wirklich zu testen. Also nicht 10 verschiedene Methoden, jeden Tag mal eine andere, wie es mir gerade passt. Das bringt nichts, das führt nicht zum Erfolg. Sie sollten ein System finden, was zu Ihnen passt, von der Mentalität, von der Psyche her, mit dem Sie gut umgehen können. Und das, wenn Sie es denn haben, handeln, um einen positiven Erwartungswert auch zu erzeugen, was ihm im Übrigen dann die Sicherheit gibt, hier sozusagen am Markt beständig zu bleiben. Und darum geht es. Also wenn man praktisch die statistischen Rahmendaten von seinem System kennt und hier sozusagen auch weiß, wo bin ich hier aufgestellt, wo bin ich positioniert, wie sind meine Erfolgschancen im Vergleich zur Chance-Risiko-Geschichte und auch Trefferquoten betrachtet, ist es eben hier durchaus möglich, mit Trefferquoten unter 50% erfolgreich zu sein. Wie gesagt, das müssen Sie immer in dem Kontext sehen, dass hier die Trefferquote allein nicht zählt und nicht das Allerheilmittel ist, um Gottes Willen. Die Trefferquote im Verhältnis zum Chance-Risiko-Verhältnis ist wichtig. Und das, wenn Sie das haben, eben ein System, was Ihnen Erfolg bringt oder auch statistisch nachweisbar profitabel ist, dann sind Sie natürlich mental schon so weit, dass Sie auch sagen können, hey, wenn es mal eine kleine Verluststrecke gibt, ich habe mein System live gebacktestet oder auch statistisch backtasten lassen, es bringt mich nicht aus der Ruhe, wenn ich mal 3, 4, 5 Verlierer-Trades in Folge hatte. Also insofern muss man da wirklich Ruhe bewahren und hier am Ball bleiben. Letztlich nützt das alles natürlich unterm Strich nichts, wenn Sie zum Beispiel mit einem verkehrten Broker arbeiten. Und da muss ich ein Stück weit noch die Grätsche jetzt mal schlagen zu JFD Brokers, denn wir sind hier heute oder in dieser Woche nicht nur da natürlich, um Ihnen Wissen zu vermitteln. Da gibt es am Sonntag, wie gesagt, noch ein ganzes Paket. Wir sind auch hier natürlich, um ein Stück weit die Branche in die Realität zu holen. Und wir haben zum Beispiel eben echte Core- und Raw-Spreads beim Forex-Handel direkt oder auch generell bieten wir natürlich hier faire
DMA-Zugänge, STP, Direct Market Access an, um praktisch Ihnen als Händler natürlich die Möglichkeit zu geben, auch real und fair am Markt behandelt zu werden. Und ich möchte hier nur darauf hinweisen, fragen Sie mal Ihren Broker, ob er die Post-Trade Transparency anbietet. Das heißt nichts anderes als praktisch ein Execution Report, also ein Ausführungsreport Ihres Trades. Ja, hier geht es darum, wenn Sie eine Order abfeuern und Sie fühlen sich ungerechtfertigt behandelt oder die Ausführung war ein Stück weit nicht so, wie es eigentlich auf anderen Börsenplätzen war oder am Forex-Markt plötzlich mit einem größeren Abstand ihrer eigentlichen Entry-Order. Natürlich bei News immer wieder mal bedingt, dass es da auch schwanken kann, ist es aber durchaus legitim, eben hier den Post-Trade-Report anzufordern. Und da sehen Sie auf einem bis zu 15-seitigen Report, wann Ihre Order ausgeführt wurde, welche Order die Liquiditätsprovider bedient haben, ob es positive, negative Slippage waren. Das heißt, hier wird praktisch Ihr Trade-Protokoll offengelegt und unser Liquiditätspool, also da, wo wir die Order hingeben und praktisch die Brückensysteme und Technologien suchen, sozusagen die besten Preise für Sie, das lässt sich da alles nachvollziehen, zeigt Ihnen dann praktisch an, wie Sie ausgeführt wurden. Und wenn Sie sich eben ungerechtfertigt zum Beispiel behandelt fühlen von Ihrem Broker, und da hatten wir heute Morgen auch ein Beispiel mit dem Oliver Wissmann, dass hier eben einer seiner Händler da negativ ausgeführt wurde, dann ist es natürlich durchaus so, dass man das hinterfragen muss und dann eben im Zweifel auch den Post-Trade-Report anfordert. Und wenn es den nicht gibt oder der Broker mehr oder weniger hier ausweicht, dann muss man sich die Frage stellen, ist das ein Broker, der mit mir handelt, für mich handelt? Ist das eine Geschichte, die fair ist? Denn es ist tatsächlich so, dass hier noch viel, viel Schabernack betrieben wird und JFD Brokers steht eben für Just Fair and Direct und der Name ist Programm und insofern sollten Sie auch überlegen, mit welchem Broker Sie natürlich neben dem Handelssystem, neben Ihrer Vorgehensweise, ist der Broker die Ausführung natürlich das A und O und da müssen Sie mit einem Partner arbeiten, der Ihnen hier Vorteile bringt und da denke ich, fragen Sie mal nach, ob er Post-Trade hat. Wenn nicht, wissen Sie, wer die Post-Trade-Reports anbietet und da wissen Sie auch, wo Sie fair behandelt werden.